einen nicht so schönen, wunderschönen guten Morgen, Leute. Schaut mal, es regnet leider scheiße. Aber wir haben gerade zusammengepackt und ja, heute geht's mit der Nachtfähre auf eine Insel, die ewig weit weg ist. Und wir müssen, glaube ich, sogar 3 Fähren nehmen, um da hinzukommen. Ich bin schon mega gespannt, ob das alles klappt, weil das irgendwie... Ich habe jetzt im Internet nicht so viele Leute gefunden, die das irgendwie gemacht haben. Man fährt da irgendwie zum Frachterboot. Ganz komisch. Ja, ich würde sagen, wir packen jetzt noch kurz fertig und dann fahren wir auch schon los. Schaut, Leute, jetzt in unsere regendichten Rucksackverpackung wieder ganz gut. Wenn es jetzt regnet, kann man einfach seinen Rucksack einpacken und er wird nicht nass. Nice. Und jetzt fahren wir zum Hafen. Ja, jetzt sind wir am Hafen. Wir müssen wahrscheinlich sogar durch einen Security-Check durch, Mann. So krass, dass die so einen Aufwand betreiben an den Booten. Thank you. Schaut mal, Leute, mit so einem Frachter wollen wir heute Nacht fahren. Ich bin echt mal gespannt, ob das klappt. Wir sind zurück in Cebu, Leute, und auch hier ist richtiges Scheißwetter. Gibt es das? Richtig am runterpissen. Kacke. Wir haben uns jetzt gerade ein Ticket organisiert, Leute, und zwar bei der Kakoling Shipping Line, bei dem Ding. Und irgendwie sehe ich hier keine Touristen, es sind alles nur Einheimische, die mit dem Ding fahren. Und da hat es auch irgendwie so Betten in dem Boot, wo wir dann drin schlafen, das ist ganz komisch. Schauen wir das mal an, aber wir haben jetzt irgendwie noch 4 Stunden, bis unser Boot fährt. Und ja, jetzt gehen wir mal noch was essen oder so, ein bisschen chillen. Wir sind bei McDonald's gelandet, Leute, und schaut mal, die verkaufen hier halt wirklich Mac Spaghetti, so krank. Wir waren jetzt 2 Stunden in McDonald's, haben ein bisschen gechillt und jetzt sind wir wieder am Hafen, ne? Und schaut mal, was hier los ist, Leute, ist so krass. Und ja, wir suchen gerade unser Boot und hier geht alles so hektisch zu. Es fährt in einer halben Stunde schon und da hinten ist auch wieder so ein Security-Check. Die fassen einem einmal an die Tasche hin und dann darf man weiterlaufen. So ein Quatsch. Wir sind jetzt in der Fähre drin, Leute, und es sieht einfach so geil aus. Schaut euch das mal an. Hier unten, die 2 Betten sind unsere für heute Nacht. Wir müssen uns gleich noch so eine Decke holen und so ein Bettlaken. Aber es war mega geil und hier auch klimatisiert drin und nicht zu kalt ausnahmsweise mal. Und da hinten gibt es noch ein Restaurant und Zockmaschinen und ganz da hinten gibt es auch noch der Open-Air-Bereich. Also da kann man dann nochmal günstiger schlafen, irgendwie 200 Peso weniger. Mega nice, Mann. Ich bin echt voll begeistert. Wir haben abgelegt, Leute. Schaut mal, das da hinten ist Cebu und wir bewegen uns ganz langsam. Richtig cool. Und jetzt zeige ich euch mal hier die Area. So geil. Man kann hier sogar zocken, Leute. Schaut euch das einfach mal an. Wie geil ist es? Hier Mario, Yoshi's Island. Und hier ist eine komplette Küche. Da kann man alles Mögliche, sich Nudeln holen und ganzen Kram. Mega nice, Mann. Das hätte ich gar nicht erwartet von den Philippinen. Hier hat es alle möglichen Getränke und sogar auch Bier am Start. Ich gönne mir sogar vielleicht eins. Aber das Allerbeste ist einfach, schaut mal, Leute, wir haben Strom am Start. So geil. Das heißt, ich kann mir da ein bisschen Video schneiden, ein bisschen Film gucken, alles Mögliche. Nur ist hier ein kleines Kind und ja, das nervt mich jetzt schon. Ich hoffe, dass das heute Nacht gut tut. Guten Morgen, Leute, wir haben 6 Uhr, wir sind gerade aufgestanden und irgendwie in 10 Minuten kommen wir an. Die Sonne geht gerade auf, aber es ist sehr bewölkt und es nieselt auch schon wieder. Scheiße, Mann. Ja, aber war echt ganz angenehm, die Fahrt. Wir hatten ein bisschen einen starken Wellengang gestern Nacht. Hat schon gut gescheppert ab und zu, aber boah. Jetzt geht's gleich auf die nächste Fähre, Leute. Wir haben jetzt gerade angelegt und die Leute hier unten, die betteln nach Geld. Und jetzt haben gerade da vorne irgendwelche Münzen reingeschmissen. Und die kleinen Kinder springen dann ins Wasser und tauchen nach den Münzen. Wie krass ist das bitte, Leute? Wir sitzen jetzt am Hafen und warten, bis der Ticketschalter aufmacht. Hier geht irgendwie noch nichts. Und die Leute, die reisen hier irgendwie alle mit Hähnen. Da ist einer drin, in dem Sack. Und der macht die ganze Zeit Guten Morgen-Sound. Leg los! Mach! Hört ihr das? Ist doch krank, oder? Ich glaube, dass sie hier auch extrem auf Hähnerfights stehen. Also, wie heißt denn das nochmal? Heißt das Hähnerfights? Hähnerfights. Ich glaube nicht, dass das Hähner heißt. Halt. Aber mir fällt das richtige Wort jetzt gerade nicht ein.
Penafights. Wir haben jetzt gerade unser Ticket gekauft und jetzt geht's hier zum Security-Check. Riesenzeitblase, Leute. Wir haben 5 Stunden später und wir sitzen endlich auf der Fähre und sie ist auch schon losgefahren. Und ich glaube, es dauert jetzt mal wieder so 2 Stunden, bis wir auf der Insel sind. Und dann haben wir uns wieder cooles Airbnb gebucht. Und dazu muss ich euch nachher eh noch was erzählen. Wir sind angekommen, Leute, und wir haben keinen Regen und sogar ein bisschen blauen Himmel. Sehr nice. Wir sind angekommen bei unserem Airbnb und schaut mal, die Tricycles, die sehen hier auch wieder ein bisschen anders aus und wir sind so weit ab vom Schuss, hier ist gar nichts. Wir haben einen Bungalow direkt am Strand. Wir sind endlich in unserem Bungalow angekommen, wir haben den bestimmt noch 20 Minuten gesucht und jetzt schaut euch mal das an. Bam! So sieht es aus, das ist unsere Aussicht aus unserem Bett. Und was zahlen wir für das Ganze? Pro Person irgendwie 6,15 Euro die Nacht und wir haben das ganze Resort für uns alleine. Hier ist kein Schwanz, richtig geil. Und die kleine Samantha, als wir jetzt hier angekommen sind, gerade an dem Bungalow, hat die das erste Mal gegrinst, seitdem wir auf der Reise zusammen sind. Ich habe schon öfter gegrinst. Ich grinse ständig, nur nicht in die Kamera. Ich muss noch mal kurz korrigieren, Leute. Wir zahlen nur 4,75 Euro die Nacht pro Person. Richtig nice. Und ja, ihr fragt euch bestimmt, warum ist das so verdammt billig und wie habt ihr das hingekriegt? Und zwar hat die Sammy sich mit dem Airbnb-Link von mir bei Airbnb angemeldet und bekommt dann auf ihre erste Buchung 35 Euro Rabatt. Richtig nice. Und wenn ihr darauf auch Bock habt, 35 Euro Rabatt zu kriegen bei der ersten Buchung, könnt ihr euch gerne mit meinem Link bei Airbnb anmelden. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und jetzt schauen wir mal, dass wir vielleicht hier in dem Resort einen Roller ausleihen. Wir haben uns ein Motorrad ausgeliehen, Leute, und sind Essen gefahren. Und wie ihr hört im Hintergrund, es regnet und zwar in Strömen. Richtig scheiße, Mann. Und ja, deswegen konnte ich auch gerade gar nichts filmen, weil es die ganze Zeit gepisst hat. Und ja, wir essen jetzt mal. Wir sind bei Mamas Grill. Es ist richtig cool hier. Und ja, seht ihr gleich mal ein Essen, oder? Wenn ein Bier im Restaurant weniger wie 80 Cent kostet, dann wisst ihr Bescheid, dass ihr am richtigen Platz seid. Reis und Barbecue. Nice. Wir haben gegessen und schaut mal, das ist das gute Stück, was wir ausgeliehen haben. Richtig geiles Bike und endlich kann ich wieder schalten. Es macht so viel Spaß. Wir sind zurück in unserem Bungalow und ich habe gerade eben draußen noch eine Timelapse machen wollen. Ich habe auch eine gemacht. Aber jetzt hat es gerade angefangen zu regnen und ja, deswegen musste ich die jetzt abbrechen leider. Die wäre nämlich richtig geil gekommen, also das sind jetzt nur ganz kurz die Timelapse. Richtig schade. Und ja, gerade eben habe ich mir noch ein Video angeguckt, was ich mir auf YouTube mal runtergeladen habe. Und es ist einfach so geil geschnitten und gefilmt und alles. Von solchen Leuten wie ihm kriege ich meine Inspiration. Ich habe euch das Video ganz oben in der Videobeschreibung habe ich euch verlinkt. Ihr müsst es euch wirklich unbedingt anschauen. Es ist so geil. Ich habe noch nie ein besseres Video auf YouTube gesehen. Und ja, ich gehe jetzt glaube ich gleich schlafen, schneide noch ein bisschen Video. Und ich würde sagen, lasst mir auf gar keinen Fall einen Daumen nach oben da und auch auf gar keinen Fall ein Abo. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.